Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass ich mein Fahrrad einschicken muss, weil die Gangschaltung nicht funktioniert. Und für die Übergangszeit habe ich mir mal so einen Roller hier besorgt im Aldi. Der war gerade im Angebot und ich denke, das ist zumindest besser als Laufen. Praktischer Fahrspaß mit leichtem Aluminiumrahmen. Es gibt eine Street- und eine Stunt-Version. Ich habe mich für die Street-Version entschieden. Hersteller ist Crane. Und was steht noch so drauf? Circa 20 cm große Räder. Lenker- und Handbremse mit ergonomischen Griffen. Federung dämpft Erschütterungen ab. Jetzt hoffe ich, dass ich hier nicht allzu viel aufbauen muss. Die Traglast wird mit 100 Kilo angegeben. Der Lenker ist höhenverstellbar, deswegen denke ich, ist das nicht nur für Kinder, auch wenn hier eben ein Kind abgebildet ist. Das Ganze kommt hier im Koffer daher, kann man praktisch nach Hause tragen, ist aber doch relativ schwer. Und wenn wir das Ganze mal umdrehen, haben wir noch einige weitere Features. Lenker mit Handbremse und einfachem Faltmechanismus mit ca. 20 cm großen Rädern, hochwertige ABC7 Kugellager. Lenker stufenlos höhenverstellbar bis 108 cm, rutschfeste Trittfläche mit Hand- und Hinterradbremse mit Ständer zum leichten Abstellen. Zusammenfaltbar für einfachen Transport, für Benutzer mit einem Körpergewicht von über 20 Kilo bis hin zu 100 Kilogramm. Und 3 Jahre Garantie, das ist so Aldi-mäßig natürlich. Und ja, hier nochmal die Features, die auch vorne abgebildet sind. Und dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und wir machen das Ding mal auf. Sieht jetzt so aus im Karton. Ich schau mal, ob ich das hier vielleicht einfach rausheben kann. Und tatsächlich, das geht. Und so sieht er aus. Ich glaube, ich muss den tatsächlich nur aufklappen und ja, hier von der Verpackung und so befreien. So sieht das gute Stück jetzt aus. Eine Betriebsanweisung ist übrigens auch noch dabei. Es ist allerdings relativ einfach und selbsterklärend. Wir drücken hier diesen Knopf. Der sorgt dafür, dass wir den Roller auseinandernehmen können. Hier sehen wir die Federung und auch die Größe der Räder. Und dann klappen wir das Ganze auf, ziehen den Lenker nach oben. Die Griffe müssen dann hier eingepasst werden. Da gibt es hier eben so einen Metallknopf. Und da kommen die dann einfach rein. Ziemlich simpel. Kurz drücken den Knopf und den Lenker dann einrasten lassen. Na, das ist jetzt wieder der Vorführeffekt hier, dass das nicht klappt. Hier ist der Knopf. Jetzt hat es geklappt. So, und damit sollte das eigentlich hier schon mehr oder weniger funktionieren. Aber wir müssen den Lenker noch einmal umdrehen. Das ist ganz wichtig. Und die Höhe müssen wir noch einstellen. Da brauche ich anscheinend einen Sechskantschlüssel dazu. Dann muss man das hier lösen leicht und dann kann man diesen Hebel hier aufklappen und den Lenker nach oben ziehen. Ja, und ich glaube, das war's und das gute Stück ist einsatzbereit. Die Farbe ist jetzt nicht unbedingt meine, den hätte es auch in Schwarz gegeben, aber ich kann es nicht ändern, es ist jetzt so. Und in Schwarz war er eben nicht mehr vorrätig in meiner Filiale vor Ort. So, abschließend noch ein kurzes Fazit, nachdem ich ungefähr ja, 800-900 Meter damit zum Einkaufen gefahren bin. Das war die erste Probefahrt. Ich habe ein bisschen unterschätzt, wie anstrengend das ist ohne Elektroantrieb. Macht durchaus Spaß, ist allerdings ziemlich fragil, ist anders wie Fahrradfahren auf jeden Fall. Habe mich öfter dabei erwischt, wie ich das Ganze am Sattel festhalten wollte. Ich bin noch nie so wirklich Roller gefahren. Es ist ziemlich wackelig. Die Lenkung ist relativ schwergängig. Das wird hier unten auch in den Bewertungen moniert. Knapp 40 Euro. Normalerweise sind diese Roller wesentlich teurer, so um die 70, 80 Euro bei Amazon. Die Features habe ich euch schon genannt. Den Lenker habe ich höhenverstellt. Der Ständer ist ganz praktisch, um das Ganze vor dem Einkaufsladen zum Beispiel abzustellen. Die Federung merkt man auch. Die nimmt einiges weg von den Stößen von der Straße. Das sind Hartgummireifen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Also das sind keine Reifen zum Aufblasen. Somit ist das Ding auch nicht pannenanfällig. Aber das Problem ist halt, dass man wirklich jede Unebenheit, jeden Kieselstein, über den man drüber fährt, auch merkt. Das Ganze ist leicht zusammenfaltbar für den einfachen Transport. Ich habe euch erklärt, wie man es aufbaut. Genauso klappt man das Teil auch wieder zusammen. Und hier haben wir 4 Bewertungen auf der Aldi-Seite. Einer kritisiert, dass die Kontermutter der Federung sich gelöst hat und die Feder ist verloren gegangen. Gewährleistungsansprüche werden vom Hersteller abgelehnt. Da gibt es aber hilfreiche Aldi-Süd-Mitarbeiter, die empfehlen über das Kontaktformular.
um Rat zu fragen. Dieser Mann, nein, diese Frau hier, die meint, toller Preis, leider schwer zu lenken. Das kann ich so unterschreiben. Leider ist der Roller schwergängig in Sachen Lenkung. Er spricht einfach nicht direkt an. Das ist so, vielleicht gibt sich das aber auch mit der Zeit. Das weiß ich nicht genau. Ich werde euch beidseitig nochmal ein neues Update zu dem Teil geben. Vielen Dank bis hierher erstmal für euer Interesse. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst hoffentlich in einem anderen Video wieder. Macht's gut und